What's up, Ladies and Gentlemen? Willkommen zurück zu Conan Exiles. Bevor es losgeht, lass mich dir sagen, danke, dass du da bist. Okay, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass mir jetzt ein Abo da. Verpasst keine weiteren Folgen, keine Gewinnspiele und schaue, was noch so passiert. Zudem, wenn du mich schon abonniert hast, dann klick auf die kleine Glocke, verpasst keine weiteren Nachrichten mehr. Das ist ja der wunderschöne YouTube-Algorithmus. Nur weil wir jemanden abonnieren, heißt das ja noch lange nicht, dass wir ihn sehen wollen. Ja, ja. Na gut. Wenn ihr das schon getan habt, könnt ihr mir am Ende der Folge ein Like oder ein Dislike dalassen. Auch Dislikes werden sehr gerne gesehen, solange es einen Kommentar gibt, was dieses Dislike erklärt. Denn ich wachse nur, wenn ihr mir auch die Möglichkeit dazu gebt. Und ich meine damit seelisch wachsen. Alles klar? Gut. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß beim Schauen. Und trete der Discord-Community bei. Ich möchte deine der größten und schönsten Communities aufbauen. Dass wir auch anderen Spielern helfen können und so weiter und so fort. So, jetzt gibt's das Intro und dann geht's los mit Conan Exiles. Zurück. Wir sind immer noch da, wo wir quasi eben waren, nur ich dachte, hey, wir sind quasi bei unserer alten Burg. In der Theorie könnten wir da übernachten. Dann fiel mir ein, es gibt gar keine Übernachtungsmöglichkeit. Naja, shit happens. Warum sind wir jetzt also bei unserer alten Burg? Wenn wir doch gestern woanders waren. Oder vorgestern oder whatever. Ich habe gedacht, wir gehen von hier mal zu unserer Base und versuchen mal ein paar Orte zu entdecken. Und ich hatte irgendwie vergessen, dass es Nacht wird. Unschön. Ja, weil wir brauchen XP und Orte entdecken ist nun mal der legitim beste Weg dafür. Ich würde ja irgendwelche anderen Dinge bevorzugen, wie zum Beispiel einige Entdeckungen machen. Aber, naja, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Also, mit dem Aufzug fahren, Gebäudeteil verbessern, also ich weiß es wirklich nicht. Da ist ein Camp. Ist das nicht Freyas Camp? Ja, das ist Freyas Hütte. Also kleiner Tipp, hier kriegt ihr einen der stärksten Bogenschützen, den haben wir auch, Freya, die Liebesgöttin meines Glaubens. Ich wollte sagen meines Vaters, aber ja, Freya und Odin, naja, ist ja auch egal. Fakt ist, hier kriegt ihr auch Bersi, glaube ich. Weiß nicht, ob sie gerade da ist. Nee, ist nur ein einfacher Schmied. Den wir uns mal eben kurz kümmern. Soweit ich weiß, ist Freya immer da. Hey! Hey, hey, hey! Schild hoch! Hey, mach das Schild hoch, Mann! Also Freya müsste die da sein. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Die ist halt echt gut im Bogenschießen. Und ich sehe halt einfach fucking gar nichts. Ich renne jetzt einfach auf die Feuer dazu. Das klingt nicht gesund, was neben uns läuft. War das ein riesiger Elch? Habe ich da gerade ein Geweih gesehen? Ah, das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Ist was. Wie unschön. Ja, es ist ein verdammter Elch. Klettere, mein Kätzchen, klettere. Ruhe dich aus und jetzt klettere. Götter, das läuft alles andere als cool. Ich wollte euch nur sagen, da kriegt ihr die beste Bogenschützin und die stirbt, wenn ihr euch nicht beeilt. Da spawnt nämlich auch ein weißer Wolf genau oben an der Kante. Ein weißer, ich weiß nicht, was ein Auge bedeutet, Elite. Ah, da ist was. Und es hat rote Augen. Ah, hey, hier ist noch mehr. Die Steinschlosshöhle. Ja, es kommt hier rein. Okay, okay, okay. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber wir rennen hier von einer Scheiße in die nächste. Kommt es hier runter? Wenn nicht, schlage ich vor, dass wir kurz hier bleiben. Wisst ihr was? Ich tue das jetzt mal eben für euch. Weil sonst habt ihr die ganze Folge nur so scheiß dunkel und ihr wollt ja irgendwas mal sehen, ne? Ihr wollt ja irgendwann mal wissen, was wir hier eigentlich tun.
genauso wie ich. Also, ich weiß es nicht, aber ihr wollt es wissen. Ich auch. Und es ist einfach cooler, wenn ihr das seht. Götter, was eine Scheiße! Wir reden hier wirklich von einem Problem zum anderen. Naja. Ich meine natürlich, oh, das war alles geplant. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden. Was haben wir denn da unten? Oder irgendwelche Dörfer oder so? Na, ich weiß nicht, ob man die Brücke als ein Objekt zählen kann, oder... Oder habe ich die schon mal erkundet? Nee, also da ist zumindest nichts angezeigt. Vielleicht ist das auch gar nichts. Aber es hat doch bestimmt einen Namen. Ich meine, es ist eine riesige Brücke, also... Es würde mich wundern, wenn nicht. Also es ist nicht die Brücke von Khazad Dûm. Oh, wisst ihr noch? Oh, ich muss ja da reingucken. Aber wisst ihr noch, diese Basis wollten wir eigentlich nehmen, weil wir gesagt haben, das ist geil hier oben. Aber wir konnten sie nicht nehmen, weil wir gesagt haben, lass uns erstmal trainieren, damit wir ein bisschen Stärke kriegen, diese Brücke auch nutzen zu können. Diese Basis. Ja, cool, Mann. Jetzt gehen wir direkt in den Norden. Das ist ja quasi nochmal eine Stufe drüber ist. Da stehen Menschen. Ach, shit. Das war unerwartet. Aha. Was macht ihr jetzt? Ha? Was macht ihr jetzt? Noch beleidigt sein. Pussis. Short! Bam! Bam! Ich habe übrigens mal unsere Keule mitgenommen. Ich dachte, wenn wir was Hübsches finden, das wir zähmen wollen, dann machen wir es platt. Ich meine, dann nehmen wir es mit. So. Die Konkurrenz wäre aus dem Weg geschafft. Ja, wie kommen wir jetzt am besten zur Brücke? Wir können es nochmal hierher versuchen. Na, alle gleichzeitig ist ein bisschen viel. Der große Damm. Dankeschön. Kommt, NPCs, holt mich! Oh, könnt ihr das nicht? Okay, so ein Scheiß. Okay? Und da hast du mal die Chance mit zum Kriegen und dann das. Oh je. Das tut mir jetzt aber leid. Na, nicht wirklich. So, schön, schön, schön. Wir haben was Neues entdeckt. Das ist der große Damm. Und dann ist das da. Wo gucke ich gerade hin? Das da ist unerkundet. Schön. Das ist der große Damm ist. Dann muss es doch hier irgendwo auch die große Brücke gehen. Nee. Hier ist es. Hier ist es. Das ist aber fein, wa? Das ist aber schön, dass das hier so ein minimaler Bachlauf ist. Schön, schön. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, da jetzt wirklich anstrengend drüber zu laufen, aber ich glaube, das ist eine coole Methode, um in den Norden zu kommen. Die folgt der Flusslinie, klettert irgendwie auf diese Mauer und rennt über diesen Damm. Das spart euch hier diese ganze Geplänkelarbeit. Naja, den Scheiß haben wir ja nicht gemacht. Wir mussten es ja übertreiben. Wir mussten ja plänkeln. Ja, ja, ja. Frage mich, ob da oben was drauf ist. Ich frage mich, warum ich mich das frage. Wir könnten einfach da hochgehen und gucken. Ja, das ist wieder so viel Arbeit. Obwohl, da links hoch und dann... Ach, well, fuck off. Wenn nicht zu viel Gegenwehr da ist, geh mal hoch. Wie, ist hier gar nichts? Da ist ein Lager unten links. Oh, haben wir das schon? Nö. Dann sagen wir mal Hallo. Hier keine Wachen? Verarschen? Komm, es gibt immer Wachen. Na, da hinten steht einer. Lians Wacht. Kleiner, du bist ein Scheißbogenschütze. Sagte der bescheuerte Kämpfer. Scheiße, jemand anders ist erwacht. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, eine Stufe 1 Gerber. Jetzt bin ich aber begeistert. Ich hab's euch damals noch erklärt, wie man kämpft. Und halte mich selber nicht an meine Regeln. Ah, shit. Lian.
Den könnten wir theoretisch mitnehmen. Haben wir denn irgendwas zum Spielen für den? Ach, fuck. Schade. Könntest du? Nimm das Schild hoch, Baby. Nimm das Schild doch hoch. Ah, er hat eine Axt. Axte sind schildbrechend. Komm, regenerier dich. Regenerier dich. Ich versuch's wirklich gerade, Leute. Ich versuch's wirklich. Also die Lanze macht mir keine Sorgen. Aber die Axt ist halt schildbrechend. Er kann theoretisch um unsere Verteidigung gehen, wenn er trifft. Sollen wir ihn versuchen zu zähmen? Wollen wir das machen? Soll das die Tagesaufgabe werden? Dann bringe ich ihn zum... ja... Nordischen Königreich da. Zur Blackwatch. Ja, wir nennen es Blackwatch. Die schwarze Festung. Sie ist nicht schwarz, ich weiß, und es kommt aus Game of Thrones, ich weiß auch, aber sie ist halt der Wächter zum Norden. Nur haben wir keine schicke Wall. Wir könnten eine fette Wall bauen. Oh, wir könnten eine Game of Thrones Wall nachbauen. Total sinnbefreit. Können wir nicht den anderen anvisieren? Doch, danke. Der musste weg. So. Ich Idiot. Sorry, sorry, sorry. Oh, fuck. Ich wollte noch ausweichen und dann ist mir aufgefallen. Okay. Das geht ohne Ausdauer nicht. So, wir ersparen uns jetzt einfach mal die Arbeit. Denn ich weiß, wo wir gestorben sind. Und ich weiß, wo wir spawnen. Ach, jetzt sind wir wieder im Norden. Dann gucken wir uns hier oben um. Tja, so ist das Leben. Hier ist aufs Klo und Kacks daneben. Tja, ist hart. Oh, praktisch. Sehr frei. Sehr frei. Schön, dann schnabulieren und auf ein neues. Irgendwo hin. Sag mal, ist Miezi eigentlich weg? Ich habe ihn Miezi getauft. Ist das okay für euch? Ja, wenn nicht, ist mir das egal. Ich wollte nur nett fragen. Ja, hier war ich auch schon mal drin. Schön, was? Das ist der Tempel des Frosts. Da ist Ymir drin, oder glaube ich. Also nee, Ymir ist der Gott. Da ist der Eiskönig da drin. Bin da übrigens nur mal peripher schnell reingerusht. Einfach nur mal gucken, ob es doch eine heiße Party ist oder doch recht frostige Stimmung. Und ich kam zu dem Entschluss, weder noch, sie wollen mich einfach nur töten. Schade. Keine vernünftigen Nachbarn hier. Die eisigen Hänge, ja, wir müssen euch was erkunden können. Komm, wir gehen jetzt mal Richtung Eingang des Vulkans. Verderbnis nimmt zu und mir ist kalt. Ja, super. Das sind zwei Faktoren, die ich bei dem Leben nicht mag. Das passiert mir übrigens auch jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, ne? Ich komme da an irgendwas vorbei, kommt direkt die Meldung in meinem Kopf, Verderbnis nimmt zu. Finde ich nie schön, ist aber nun mal so. Passiert, muss man mit leben. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Wo soll denn der Eingang sein? Ja. Also noch weiter geradeaus, quasi über diese Hänge drüber. Oh, shit, wir kommen da hoch. Sind wir nicht letztens erfroren, weil es da oben zu kalt war? Ja. Da war doch was, ne? Dann tun wir das vielleicht doch nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie kalt es wird. Nein, was soll schon passieren? Berühmte letzte Worte. Was ist das? Katzen? Oder Eisen? Nein, nein, nicht die Kristalle. Katzen, oder? Ja. Sind Mammuts bösartig? Ja, ne? Mammuts sind bösartig. Ach, was frage ich überhaupt? Halt die Fresse! Oh, shit. Na gut, also wir wissen jetzt auch, dass Mammuts genau wie ihre entfernten Verwandten, die Elefanten, die eigentlich gar nicht verwandt sind, sondern eigentlich nachkommen, aber irgendwie zur selben Zeit hier existieren, böse sind. Gut. Schön. Ich meine, ich habe ja auch nichts anderes zu tun, als mich mit prähistorischen Mistviechern rumzuprügeln. So, liebe Freunde, das ist Lava. Guck mal, wir kriegen Schaden durch Lava. Okay? Durch die Hitze. Kriegen wir Schaden. Weil es Feuer ist. Logisch.
Dass wir nicht verbrennen, ist allgemein schon ziemlich dämlich. Aber oben links, uns ist kalt. Ja, wir kriegen Hitzeschaden, aber uns ist kalt. Bitte, irgendjemand, egal wer, erklärt mir diese Logik. Ich programmiere ein Spiel und füge Hitzeschaden ein. Bewussten Hitzeschaden, okay? Also nicht irgendwie so ein random Trigger-Ding, nein. Ich füge bewusst ein, dass Menschen sich an der Lava den Arsch verbrennen. Okay. Und komme nicht auf die Idee, dass es eventuell warm sein müsste dafür. Hä? Da kommen wir nicht drüber. Sind wir jetzt über diesem Riesen... Also wir sind irgendwo definitiv und wenn wir hier abstürzen, sind wir tot. Okay, aber da müsste der Eingang sein. Ach, fuck off. Vielleicht haben die sich auch gedacht, hey, komm, fügen wir Gefrierbrand ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur nicht, wie wir jetzt hier drüber kommen wollen. Ach. Well, fuck. Wir sind doch eh Götter. Ja, warum nicht? Hey, laufen wir über Lava. Was sollte daran unrealistisch sein? In einer Welt, wo Mammuts und Untote gleichzeitig mit Elefanten, Riesen und normalen Viechern existieren können, da können wir auch über Lava laufen. Das macht jetzt wirklich den Realitätsfaktor nicht mehr kaputt. Aber hey, hey, was sollen wir uns beschweren, ja? Es ist eigentlich ein gutes Spiel. Hm, immer noch kein Eingang. Ja, Götterfettermisch, wo geht's hier rein? Vielleicht noch weiter drumrum. Oder vielleicht ganz woanders. Hm. Vielleicht hier oben? Nein, das kann nicht sein. Guck mal, da ist doch eine Brücke. Das heißt, wir gehen bestimmt hier hoch. Und hier über die Brücke und dann sind wir da drin. Das versuchen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir versuchen es einfach mal. Ich meine, was soll schon passieren hier Schlimmes, ne? Ach, Quatsch. Als ob es hier Gefahren geben würde. Das ist schon... Quatsch. Wir sind bloß inmitten eines freaking Vulkans fast. Wir laufen über fucking Lava. Wir haben irgendeine Errungenschaft gekriegt. Dying Embers. Keine Ahnung, was das macht. Oder warum das da ist. Haben wir kurz Zeit? Ich will mal gucken. Reach the Volcano. Okay, also das Spiel bestätigt uns sogar nochmal, dass es sich um einen Vulkan handelt. Übrigens, ich darf noch einmal darauf aufmerksam machen, dass oben links steht sehr kalt. Ich weiß nicht, ich wollte nur nochmal sagen, dass die Errungenschaft ist, erreiche den Vulkan. Wir Hitzeschaden bekommen und hier ganz offenkundig Lava fließt. Aber wir gerade erfrieren. Also Theorie 1. Es ist so fucking kalt. Also ich meine wirklich so unmenschlich kalt. So abgefuckt unendlich kalt, dass selbst Lava dagegen noch eigentlich ein absoluter Scheiß ist. Oh, was ist das Große da? Ah ja, die Ruinen von Xula. Oder Theorie Nummer 2. Es ist einfach scheiße programmiert. Hey, wir sind am verborgenen Weg. Das ist aber schön. So verborgen ist er ja anscheinend nicht, wenn hier eine fette Spalte ist. Naja, egal. Pass auf. Nächste Folge gehen wir in den Vulkan. Diese Folge machen wir uns nur drüber lustig. Ich erwarte euch also bei der nächsten Folge an genau dieser Stelle wieder, okay? Und meine bescheuerte Betonung auch. Schön, dass ihr alle da wart. Und bis zum nächsten Mal. Lasst das Abo da. Und denkt an die Discord-Community. Bis dahin, Valadoeris. Euer Wolf.